Hallo, heute zeige ich euch ein neues Rezept. Vegetarische Nudelpfanne mit Gemüse, Nudeln, Ei und obendrauf kommen hinterher Shrimps mit Salat und Petersilie mit Zitrone. Ich zeige euch mal die Zutaten. Erst braucht ihr vorgekochte Bandnudeln. Ich habe hier jetzt Chili-Bandnudeln. Dann braucht ihr an Gemüse Paprika, Lauchzwiebeln und Möhren. Für die Nordseekrabben braucht ihr Nordseekrabben, etwas Salat und eine Zitrone und klein geschnittene Petersilie. Dann benötigt ihr noch 5 Eier und Milch sowie Salz und Pfeffer. Ich zeige euch, wie es gleich weitergeht. So, nachdem ich die Vitaminbomben in Form von Möhren, Paprika, rote und grüne habe ich hier genommen, und die Lauchzwiebeln in ganz feine Streifen geschnitten habe. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. In sehr feine Streifen. Sieht aus wie Spaghettis. Machen wir uns jetzt an die Eiermasse. Und ich habe noch ein ganz wichtiges Teil vergessen. Wir brauchen noch Hartkäse, fein geraspelt. Ich habe jetzt hier Gouda genommen. So, nun zu der Eiermasse. Die 5 Eier in einen Behälter schlagen. Salz und Pfeffer hinzugeben. Und dann kommt die Milch noch hinzu. Wird jetzt alles gut verquirlt. Können wir noch ein bisschen Milch hinzugeben. Erledigt. Dann kommen wir zu den Nordseekrabben. Da braucht ihr nicht viel. Die Krabben. Dann fügen wir den Schnittlauch hinzu. Und den in ganz, ganz feine Streifen geschnittenen Salat, der ist wirklich sehr fein geschnitten. Und den Saft einer halben Zitrone geben wir noch drüber. Mehr brauchen die Nordseekrabben nicht.
Das mengen wir jetzt schön alles unter. Und dann geht es jetzt gleich an den Herd. Oh, das riecht sehr gut. Dann sehen wir sie. Dann sehen wir uns jetzt gleich am Herd wieder. Ich habe ganz vergessen, in die Milch-Eiermasse geben wir natürlich noch den fein geraspelten Hartkäse hinzu. Und mischen den schön unter. Das wäre fatal, wenn wir den vergessen hätten. Nämlich ein guter Geschmacksträger, da wir das Gemüse kaum würzen. So, jetzt geht es aber zum Herd. So, nun erhitzen wir die Pfanne. Ich habe hier Chiliöl reingetan in die Pfanne zum Anbraten und geben jetzt das Gemüse hinzu. Das lassen wir jetzt so lange schmoren, bis es ein bisschen zusammenfällt. So, nachdem das Gemüse jetzt gut geschmort ist, könnt ihr gut erkennen, geben wir jetzt unsere Bandennudeln hinzu, die vorgekochten. Und mischen wir unsere Vitaminbombe den schönen Gemüse unter. Das sieht doch in den trüben Tagen richtig schön aus, oder? Mit dem bunten Gemüse. Dazu die Chili-Bandnudeln. Also bitteschön, bitteschön vermengen. Nachdem wir das vermengt haben, geben wir jetzt über das Ganze unsere Eiermilch-Käse-Soße. Jetzt auch noch ein bisschen verteilen, damit überall was hinkommt.
jetzt lassen wir das Ganze mit einem Deckel. Auf niedriger Temperatur stocken und warten, bis es fertig ist. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. So sieht dann nun das Endprodukt aus. Wie ihr seht, ist die Masse schön gestockt. Gleich zeige ich euch noch ganz kurz, wie es dann angerichtet auf dem Teller aussieht. So sieht es jetzt angerichtet auf dem Teller aus. Vitaminreich und nahrhaft. Und wer möchte, der gibt jetzt noch über unsere Gemüse-Nudelpfanne die Nordseekrabben mit den frischen Kräutern. Dann sieht das so aus und ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.